Sieht nicht so gut aus für uns, wa? Das war anscheinend die Introduction sozusagen. Shelters in the world contain personal safes. Das ist schon mal gut. A well-timed block will perform a critical block, leaving your enemy open for counterattack. Interessant. Klingt sehr krass von der Story her. Ihr redet schön über Whisky, das ist auch schon mal gut. Also sie wollen hier rausfinden, dass du das warst. Im ersten Moment dachte ich, der Chef wäre mit der Sekretärin zugange. Ja, ja, ich dachte auch erst so, wow, was geht denn da so? Hm, okay, der so, nach dem Motto so, sie will das nicht. Und er, aber das war schon krass. Und ich dachte mir so, okay, besser, ne, lassen wir uns nicht sehen. Und ja, schlecht. Ich schätze mal, dass sie dir dann eine extra hohe Dosis geben. Good Christ. I can't believe I'm still alive. More or less. Ow. Feels like I lost an argument with a train. I can't go back. I've got to get out of here. And wandering hither and thither. And marketing and talking about the okay, wir and sind in, ich würde sagen, in so einer kleinen Standardunterkunft anfangs. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Exit Safe House. Okay, wir sind about in unserem safen Gebiet. Doug, danke für den Follow. Dankeschön. Hier können wir gerade nur raus. Search Maintenance Locker. Okay, you can open locks by crafting basic lockpick. TV, use. Okay, den habe ich mal ausgemacht. Hä? Was bedeutet das Symbol oben rechts? Eigentlich ist das das Speichern. Search medical supplies. Ah, sehr gut. Da gibt's Skill, Petal, Alcohol und Bandages. E, take all. First aid kit is now available in your journal. Okay. Tap to view. Ah, cool. Okay, hier sehen wir unsere Sachen. Wir haben also gefiltertes Wasser dabei. Das geht für unseren Durst. You feel thirsty. Jerky. Chewy and nutritious. Also wir haben Beef Jerky dabei. Das ist auch schon mal gut. Healing Balm. Falls uns irgendwas passiert. I feel a smidge better. Ich finde die Ausdrücke sehr schön und die sind very British auf jeden Fall. Unlock an additional inventory row. More space for things you use most. Bandage, Alkohol, ah, das ist auch schon mal gut. Make you witty, attractive and invincible. Not really. Okay, ein bisschen Durst löscht es aber. Okay, unser Leben ist nicht ganz gut und unser Durst. Wie benutze ich denn Sachen? Zweimal Linksklick oder F ist Use und rechts ist Equip. Okay. Ich würde einfach mal einen Schluck trinken. Und vielleicht nutzen wir einfach mal das. Es geht zumindest bei Mouse Over. Das finde ich schon mal gut. Jetzt fühlen wir uns schon mal besser. Da ist nichts mehr drin, ne? Ja. Ah, oben haben wir einen Kompass, sehe ich gerade, wenn wir uns drehen. Ach, cool. Und da in die Richtung zeigt es mir an, gibt es Wasser anscheinend. Interessant, okay. Was gibt's hier? Open Personal Safe. Hier können wir also was ablegen, wenn wir vielleicht zu viel von irgendwas haben. Sieht schon cool aus hier, oder? Open Maintenance Door. Okay, track closed during reconstruction. Ich habe keine Ahnung, was dahinter verbirgt. Ich guck mal. It's Mrs. Stokes. Oh! Oh, da hat sich einfach mal jemand so einfach mal so erhängt, ne? Ist klar. Ja, kann man mal machen. Hold for search. Dann durchsuchen wir sie mal. Wir brauchen ja Sachen. Mrs. Stokes hat aber leider nichts dabei. Mrs. Stokes, Sie enttäuschen mich. Ich bin persönlich sehr enttäuscht von Ihnen. Das ist nicht die feine englische Art. Examine chair. Looks like she's gone off her rocker. She's gone off her rocker. Das ist so eine Ausdruck. Das ist eigentlich ein Wortwitz, so ein Wortspiel. Das ist halt so. Gone off your rocker ist so ein bisschen. Man ist halt so ein bisschen irre, so ein bisschen verrückt. Und, tja, und Rocker ist auch ein Schaukelstuhl. Und sie ist vom Schaukelstuhl gesprungen. She is gone off her rocker.
Okay, pick up Mrs. Stokes' letter part 1. Gucken wir es doch glatt mal an, würde ich sagen. Was added to your journal? Tab for view. Bitte Dankeschöns. Interessant. My memories are all coming back. It's horrible. I try to think only about nice things, but whenever I walk around these old streets, I can see her running up and down. Does she remember me, do you think? She was so young. Practicing her bitter Dankeschöns. Dankeschöns? Interessant. I wonder where they took her and why she stopped writing. I try to think what Stanley would say, but he's no use at all. He never was. I don't know how much longer I can stand all this. Okay, also sie ich schätze mal, dass es ihre Tochter war, die da mitgenommen wurde. Und sie weiß nicht, wohin sie gegangen ist und sie hat irgendwann nicht mehr geschrieben. So, und es gibt noch einen zweiten Teil davon, von diesem Zettel. I should have gone with him. Sie sieht voll klein aus, wie ein Kind. Ja, ich schätze mal, dass das so eine kleine Omi war. Die ist wahrscheinlich nicht so ein riesen Lulatsch, wie wir das sind. My memories are all coming bad. It's horrible. Das kennen wir ja schon. There is that hatch on Apple Home. Aha. If only I could flee to the mainland. There must be some people out there. Otherwise, did we trade for food with all those... Okay. Oh, man kann hier runterscrollen. But the bridge is in the parade district. Oh, das ist schon mal ein guter Hinweis für uns. Im Paradedistrikt ist die Brücke nach draußen. I suppose there's that subway hatch Stanley has always nattering on about on Apple Home. Stanley said one of his mates had a boat in there. You could row to the parade, he said. Okay, man kann also durch die Kanalisation anscheinend irgendwie zum Parade, also zum Paradeplatz, zu diesem Viertel rudern. That ridiculous man always talking rubbish. They've been dumping poison on Apple Home for years. The fumes would kill you in half a minute. Why on earth did you marry such an idiot? I miss him so. Okay, also ihr Mann ist auf jeden Fall schon tot, von dem sie redet, Stanley. Und sie sagt, dass dort im Parade District es auf jeden Fall irgendwie Gift gab. Sie hat Gift verteilt, also das heißt, die Dämpfe dort würden einen töten. Brewing Co. Summer Isle. Interessant. Ein Pin-Up. Das ist schön. Sie hängt da immer noch ab. So, wir können jetzt halt da oben raus. Wir müssen halt Nahrung finden. Nahrung. Ich würde, glaube ich, ganz kurz nochmal ein Nickerchen machen. Okay, man kann hier also sagen. Und ich schätze mal, das ist, bis wann wir aufgefüllt sind. It's been a hard day's night, that was. Genau. Getting late. You feel thirsty. Ja, es gibt irgendwie anscheinend immer ein Problem. Day 2, 8 Uhr. Ah, okay, wir haben hier also auch eine Tagesanzeige. Wir haben noch kein Lockpick, mit dem wir dann den Schrank öffnen können. Okay. Oh, wir haben nichts zu trinken, oder wie? Okay, 1 von 5 war das jetzt. Das ist jetzt weg. About time too, Alice. Perfekt. Ultimatumboss, danke für den Follow. Was können wir denn hier noch? Ah, jetzt... Nee, jetzt geht's auch nicht mehr. Okay, wir müssen das anscheinend... aufmachen. Ich mach mal hier die Tür auf. Okay, it's broken. I seem to have done a lovely job of breaking this door. I suppose I won't be getting out that way. Okay. Heißt, wir müssen wohl... This is jammed. I'll need something to pry it open. Okay. Wir müssen also doch noch irgendwas finden anscheinend. Search maintenance cabinet. Okay, hier. Ja, sehr gut. Take all. Recipe unlocked. Juhu. Das nehme ich auch noch mit. Sehr gut. Sehr schön. Ich dachte vorhin, man kann das nicht durchsuchen, aber kann man. Sehr gut. So, das heißt, wir können jetzt noch was bauen, bevor wir hier verdursten. Gucken wir doch mal ins Crafting-Inventar. Kazu, Hallöchen.
So eine Joy wäre jetzt echt klasse, oh Mann. Kennt ihr das Spiel gar nicht? Kannst du eine kleine Zusammenfassung drüber geben? Ja, klar, gerne. Ist ganz neu, ist seit gestern im Early Access verfügbar auf Steam. Und es ist ein Survival-Game, spielt in einer alternativen Welt in den 1960ern in England. Und wir befinden uns in Wellington Wells und dort sind alle auf Drogen. Und zwar nehmen die alle Joy, damit man nicht mehr melancholisch ist, sondern schön fies lächelt wie der Joker. Und wir haben gerade das Intro gespielt, in dem man so ein bisschen die Story kennenlernt. Und sind jetzt gerade zum allerersten Mal in unserer Unterkunft. Und wir könnten jetzt hier zum Beispiel, also, so ein Lockpick machen. Wir könnten, wenn wir sowas gefunden hätten, das machen. Interessant, okay. Metal Bits. Wir brauchen also das Lockpick. Ich crafte das schon mal, damit wir das auf jeden Fall haben. Und ja, wir müssen surviven. Wir müssen jetzt Essen finden, Trinken finden. Wir können uns Waffen suchen. Ja, so Sachen machen wir halt da. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die anderen Leute finden, die alle auf Joy sind. Denn wir sind nicht mehr auf Joy. Und ja, die sehen uns. Ich habe aus dem gehört, dass jede Spielerfahrung individuell sein soll anhand der Dinge, die man sich entscheidet und der Sachen, die man findet. Und die Welt wird halt immer für einen selbst so generiert. So habe ich das verstanden. Ja. Hold V. Pick Lock. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, ob die Sachen eine Haltbarkeit haben. Sind die jetzt weg? Ja, das Lockpick ist jetzt anscheinend weg. Pointy Stick haben wir aber jetzt ausgerüstet. Das ist schon mal gut. Nexamite Pill, Metal Bits, Jimmy Bar, Cloth, Strange Meat. Okay, wir haben jetzt einiges gefunden. Das hier, Strange Meat, Hunger. This tastes strange a bit like pork. Looks the same. What is it? I wonder if that's just a side effect that's stuck. Okay, wir haben halt hier so ein paar Sachen. Was haben wir hier? Nexamite Pill, Vomiting from Food Poisoning. Take Nexamite and you'll be right. As rain in no time. Okay, also es ist halt, wenn wir uns vergiftet haben, wenn wir so eine Pille nehmen und kriegen dann, haben dann wieder, sind dann wieder gut. Uns geht's dann wieder gut. Sind dann wieder gesund. Das heißt, wir können jetzt hier, letztes Mal, dass wir später auch die Tür öffnen können, die hinten ist. Bimbo, viel Spaß noch. Schlaf gut. Danke, dass du da warst. Was ist mit Daisy? Daisy habe ich nie gespielt, kann ich also nicht so genau sagen. Escape was added to your journal. Okay. Da hinten läuft auf jeden Fall jemand. Interessant. Okay. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, weil da gibt es Wasser. Ich weiß, dass wir kämpfen können. Okay. Wir sind mehr sichtbar, wenn wir eine Waffe haben. You don't belong here. Ich töte sie einfach mal. Aua. Komm schon her. Aua. Bandit. Oh, komm schon. Na, komm schon. Oh, ich habe sie verfehlt. Oh, das sieht nicht so gut aus mit meinem Leben. Ich glaube, wir gehen direkt mal drauf. Gut, dass wir eine Waffe haben. Auf jeden Fall. Oh, Mann. Aua. Oh, ich habe sie aber ganz schön weggeschleudert. You feel hungry. Wir können noch Strange Meat. Ich esse das einfach mal. Kann nur schief gehen, oder? Kann nur schief gehen.